Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen Interview heute mit Franziska. Franziska ist Life-Coach und Autorin. Sie hat einen Blog, sie hat einen YouTube-Kanal, aber am besten stellt sie sich selbst euch erstmal vor. Ja, hallo. Erstmal danke, liebe Julia, für die Einladung. Gerne. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Franziska, arbeite als Life-Coach. Oder beziehungsweise drücke ich es viel lieber so aus, dass ich Menschen dabei unterstütze, zu ihrem tiefsten, innersten Selbst zu finden und aus diesem tiefen Ort der Weisheit oder man könnte auch sagen Intuition zu leben. Und das Ganze mache ich als Life-Coach, aber eben auch auf meinem YouTube-Kanal Franziska Schulze, wo ich jeden Sonntag, das Format heißt Soul Sunday, eine Inspiration teile, die Menschen dann für die Woche mitnehmen können und so einwirken lassen können und mehr zu sich selbst kommen können. Und dann natürlich noch auf Instagram und Facebook. Und wie ist deine Geschichte? Also wie war der Weg dahin bis jetzt, wo du da stehst und als Coach arbeitest? Oh, meine Geschichte war sehr turbulent und aufregend. Ich habe im Prinzip, bis ich 26 Jahre ist eigentlich der erste große Bruch. Und bis dahin habe ich immer versucht, sozusagen dazuzugehören und gut zu sein. Und ich habe das auch immer geschafft. Ich war irgendwie immer gut in der Schule, dann habe ich Abi gemacht, dann habe ich studiert. Und ich hatte immer diese Vorstellung, wenn ich die Uni fertig habe, komme ich irgendwo an. Und dann wird alles gut. Dann verdiene ich mein eigenes Geld, dann habe ich einen guten Job und dann kommt der Partner und die Kinder und dann wird irgendwie alles schön. Und dann saß ich in diesem Job und habe gemerkt, oh, scheiße, und das willst du jetzt bis zur Rente machen. Mhm. Und das fehlte sozusagen diese nächste Stufe, so die nächsten 5 Jahre, wo ich wieder drauf hinarbeite. Und dann habe ich einen riesengroßen Zusammenbruch gehabt. Und der hat mich auf den Weg geführt, rauszufinden, welches Leben eigentlich wirklich mir entspricht. Und erstmal bin ich ganz klassisch zu einer Psychotherapie gegangen und dann kam Meditation und Yoga und dann kam diese klassische spirituelle Suche, wie wir das auch hier zum Beispiel von der Eat, Pray, Love Autorin, ja. Kennst du das Buch? Ja. Ja, die ja dann so auf Weltreise gegangen ist. Also ich bin nicht auf Weltreise gegangen, sondern ich bin eher auf Yoga-Workshop und Meditationsretreats reisen gegangen und Yoga-Ausbildung und so weiter. Ja, und der Weg hat mich dahin geführt, eben aufzuhören, im Äußeren zu suchen und immer nach diesem Nächsten. Weißt du, wie dieser Hase, der immer der Möhre nachläuft? Dass das aufhört und habe eben entdeckt, dass es gar nichts im Äußeren ist, sondern dass der ganze Krieg in mir selbst stattfindet. Und dass ich, wenn ich da Frieden finde, die Reflexion im Außen auch friedlich ist. Genau, das ist mein Weg. Und unser Thema heute sind innere Blockaden und wie man das auflösen kann. Mhm. Also ich glaube, das hat wahrscheinlich schon jeder mal gehabt, dass so eine Situation kommt, wo dann irgendwo so innerlich eine Blockade kommt und da kommst du nicht gegen an. Oder du hast das Gefühl, okay, ich kann das nicht, das funktioniert nicht. Und das ist aber irgendwann früher mal entstanden. Und wie arbeite ich damit? Also wenn ich merke, ich habe da so eine innere Blockade, wie gehe ich dann damit um? Wie kann ich die auflösen, damit ich weiterkomme? Mhm. Hast du vielleicht ein Beispiel für mich, irgendeine Situation? Ich kann dir ja mal was von mir, aus meinem aktuellen gerade. Ich schreibe gerade mein erstes Buch. Und als Kind, ich habe unglaublich gern geschrieben. Ich habe Geschichten erfunden. Ich habe das super gern gemacht, bin ich aufgegangen. Und irgendwann so in diesem Prozess der persönlichen Weiterentwicklung kommst du ja dahin und fragst dich, was hast du denn früher gern gemacht? Was möchtest du wieder gerne machen? Und da kam dieses Thema auf. Und ich hatte unglaubliche Blockaden, mich überhaupt hinzusetzen und anzufangen. Ich weiß nicht, was da irgendwann mal war, dass das jetzt halt einfach so aussieht, weil es mir halt früher so Spaß gemacht hat und jetzt ist, da geht einfach nichts. Da kommt so viel von, das liest keiner, du kannst das nicht, du ziehst das nicht durch, was da so alles aufkommt, ne?
Ja, okay. Das heißt, du merkst, wenn du dich hin, also da ist ein Wille und ein Wunsch in dir, den du spürst einerseits, und die Blockade besteht dann darin, dass du, wenn du diesen Wunsch umsetzen willst, dir da so ganz viel entgegenkommt, ne? Von, genau. Ich kann mich da nicht hinsetzen. Und das ist so vielleicht wie auf eine heiße Herdplatte setzen oder vielleicht in so ein Nagelbett oder so. Und was ich dir empfehlen würde, ist zu schauen, also es zu tun und neugierig zu werden, was dir da eigentlich begegnet. Also wie du sagst, ne, da kommen, was kommen bei dir für Gedanken hoch? Was hast du gesagt? Ich glaube, so dieser Vorrange ist, du machst es, bringst es nicht zu Ende. Du bringst es nicht zu Ende. Und auch dieses, das liest dann keiner. Obwohl das ja erstmal prinzipiell gar nicht wichtig ist, habe ich mir dann so im Nachgang überlegt. Wichtig ist erstmal für mich eigentlich, dass ich dieses Buch beende. Ob es dann jemand liest, ist wieder eine andere Sache. Und trotzdem bestimmt dich aber der Gedanke, wenn du schreibst. Nur am Anfang. Am Anfang. Es ist nur am Anfang so dieses, okay, jetzt steht es auf deiner To-Do-Liste, jetzt möchtest du das machen und dann kommt es alles. Wenn ich beim Schreiben bin, läuft das alles. Das heißt, es ist im Prinzip etwas, wo du immer wieder durchgehst. Aber das funktioniert für dich, oder? Ich muss nur diesen ersten Schritt überwinden. Und wenn ich dann einmal am Schreiben bin, funktioniert alles. Ja, genau. Und ich glaube, Blockaden sind ja das Problem, wenn wir sie nicht überwinden können. Ne? Also die Blockade an sich ist ja gar nicht die Schwierigkeit, wie du sagst. Ne? Ich muss immer nur wieder da durchgehen. Genau. Weil immer, wenn ich es tun will, kommt erstmal dieses ganze Rhabarber in meinem Kopf. Und der Punkt, wo man dann zum Coach gehen würde, wäre ja, scheiße, ich komme hier nicht weiter. Ne? Ich kann nicht schreiben, genau. Weil da ist etwas, das ist größer als ich. Mhm. Und was ich dann empfehlen würde oder was wir auch in den Sessions machen, wenn wir jetzt daran arbeiten würden, wäre, neugierig zu werden und das kennenzulernen. Also zum Beispiel würdest du dann sagen, ah, da kommen dann die und die Gedanken und das ist alles so schrecklich. Und dann würden wir gucken, wie sich diese Gedanken anfühlen. Und dann würden wir gucken, was unter den Gedanken liegt. Und quasi die Gedanken, die kannst du dir so vorstellen, die kommen irgendwo her. Und jetzt gibt es zwei Arten von Gedanken, zwei Kategorien. Eine Kategorie ist, dass der Gedanke aus einem emotionalen Herd, könnte man sagen, kommt. Ja, wir haben ja die verschiedenen Grundemotionen, ne? Angst, Wut, Trauer, Freude. Nehmen wir die. Und was mir in den meisten Fällen begegnet, ist so eine Hauptemotion von Angst. Und es ist ganz interessant zu erkennen, wo kommen meine Gedanken eigentlich her? Denn wenn ich die Gedanken habe, oh mein Gott, das liest keiner, das will keiner kaufen, dann, und ich das zurückführe, dann komme ich irgendwann, spüre ich in meinem Körper so eine Art Anspannung und so ein, also dass ich so richtig unter Strom stehe. Und das ist die eine Kategorie von Gedanken. Und wenn ich lerne, dann kann ich auch umgekehrt lernen, diese Gedanken nicht mehr so ernst zu nehmen, weil ich merke, ach so, das kommt jetzt einfach nur aus Angst. Ja. Es ist nur eine Emotion, es ist nicht die Realität. Und dann, wenn man in so einem Prozess da mal durchgegangen ist, bis runter zur Angst und entdeckt, was darunter liegt, und das ist dann dieser Ort, quasi die Quelle, die noch unter den Emotionen liegt, man könnte sagen, Intuition, Weisheit, manche Menschen sprechen von Licht, von diesem Lebensenergie, könnte man sagen, von dem, was uns auch mal erschaffen hat, ne? Was durch uns durchfließt. Ja. Und Gedanken, die aus diesem Ort kommen, sind sowas wie Inspiration. Das sind meistens Gedanken, die sich sehr offen anfühlen, die sehr kreativ sind und unterstützend sind und mich irgendwie in meinem Prozess in irgendeiner Form unterstützen, indem sie mir einen guten Gedanken liefern für mein Buch, indem sie mir plötzlich eine Struktur zeigen, wie ich strukturiere. Und in dem ganzen Blockadenlösen oder in diesem ganzen persönlichen Weiterentwicklungsthema, das ich entdeckt habe, auf meinem eigenen Weg und später dann auch mit meinen Klienten, ist so ein elementares Missverständnis. Und das ist, dass unsere Gesellschaft darauf gepolt ist, Sachen zu eliminieren, zu bekämpfen. Aus so einem alten patriarchalischen oder patrialistischen Mindset heraus. Weißt du, wie zum Beispiel, wenn du in eine Apotheke gehst, du hast Kopfschmerzen, dann nimmst du Kopfschmerztabletten.
aber du versuchst quasi die Kopfschmerzen zu beseitigen, ja. um weitermachen zu können. Mhm. So, aber jetzt kommen die vielleicht immer wieder. Und dann ist es ja viel sinnvoller, mal zu gucken, wo kommt der Kopfschmerz eigentlich her? Ja. Wo kommt eigentlich die ganze Spannung in meinem Körper her? Und wenn man diesen Weg geht, dann kommt man auch raus aus diesem, ich will meine Blockade beseitigen oder lösen. Mhm. Und hin zu einem, und das deckt sich wieder mit Gedanken, die aus diesem tieferen Ort kommen, die inspiriert sind, die sind nämlich immer neugierig. Das heißt, ich werde neugierig auf meine Blockade. Okay. Mhm. Ich will die gar nicht mehr bekämpfen, sondern ich weiß, wenn ich sehe, bin ich in meinem Bewusstsein und dann kann mir das nichts mehr anhaben. Ja. Also ist eigentlich vorrangig gar nicht das Ziel, die Blockade aufzulösen, sondern sie kennenzulernen. Richtig. Okay. Ja, siehst du, ist schön. Ja. Es hat mich merkst, auch du auch, merkst du auch gerade, ne? Wie du gerade ja. sagst, schön. Irgendwas war innerlich erleichtert, genau. oder? Ja, genau. Es hat mich auch ewig, also es hat mich Monate, bis ich jetzt an diesem Punkt bin, zu sagen, okay, ich mache es jetzt einfach. Und dann habe ich mich einfach selbst ausgetrickst. Ich habe einfach Leuten erzählt, ich schreibe ein Buch. Mhm. Und dann hatte ich quasi die Verpflichtung, ich muss es jetzt tun. Mhm. Also ich habe quasi nicht den ersten Schritt gemacht, meine Blockade zu entdecken, sondern ich habe es ein bisschen... Ich habe mich selbst ausgetrickst und die Blockade wahrscheinlich auch so ein bisschen. Aber eigentlich wäre der richtige Schritt, meine Blockade kennenzulernen und zu entdecken. Und das macht man, indem man in sich hineinhört, indem man das hinterfragt. Mhm. Im Prinzip brauchst du es noch nicht mal hinterfragen. Also es ist wirklich, und das sage ich auch immer zu meinen Klienten, es ist so einfach, dass es keiner glauben kann. Weil der Verstand ist ja dazu da, Probleme zu lösen. Ne? Und darin ist er auch richtig gut. Und der Nebeneffekt ist aber, dass er Sachen unglaublich verkompliziert, weil er auch irgendwann mal gelernt hat, im Matheunterricht spätestens, Lösungen müssen irgendwie kompliziert sein. Und also ich habe das zumindest gelernt. Und ja. Verstehe das alles nicht. und tatsächlich ist alle Dinge in uns drin, alles, was die wollen, ist gesehen werden. Wertgeschätzt werden. Und wenn man auch in neuartigen Therapieformen guckt, zum Beispiel in der Traumatherapie, weiß jeder gute Traumatherapeut, weiß, dass die Wahrheit so lange nagt, bis sie gesehen und wertgeschätzt wird. Das heißt, alles, was da drin in uns rumort, will gesehen und wertgeschätzt werden. Und das dreht dann wieder den Kreis, das ist eigentlich Selbstliebe. Was im Prinzip der erste Schritt von allem ist. Okay, ja, stimmt. Also, und das ist wieder dieses, dass wir eigentlich uns wirklich, nicht nur eigentlich, sondern dass es nicht darum geht, uns zu verändern und in irgendeiner Form was zu überwinden, zu lösen, besser zu werden, sondern anzufangen, uns voll und ganz, so wie wir sind, voll und ganz annehmen zu können. Und wenn wir so mutig sind, und das ist nämlich auch ein Punkt, weshalb viele Menschen lieber außen suchen und lieber drum rumlaufen und lieber vielleicht so ein Drei-Schritte-Programm haben wollen. Weil der Verstand, der will ja lösen, der will einen Plan. Das ist die Logik. Aber die will immer weg von dem, was ist. Und wenn du wirklich richtig tiefen Frieden haben willst, dann geht es darum, das genau das umzudrehen und dich dir hinzudrehen. Und dann wirst du viel entdecken. Viel Angst, Panik, Trauer. Was uns im Alltag eben zu diesen vielen Ausweichstrategien führt. Mhm. Essen, Alkohol, Denken kann auch eine Sucht sein, ne? Dass wir dieses permanente, dass wir nicht zur Ruhe kommen, dass wir, ich muss das noch. Es ist auch einfach nur eine Fluchtstrategie aus unserem Körper raus. Dann können wir schön uns hier oben einnisten. Ja. Da können wir in der Vergangenheit leben oder in der Zukunft leben. Aber wir müssen nicht hier in diesem Körper sein und in dieser Realität sein. Und uns nicht mit uns selber auseinandersetzen müssen. Ne? Genau, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, genau, das ja einfach so ein Abwehrmechanismus. Ne? Ja. Ich will mich nicht damit beschäftigen, nicht mit mir beschäftigen, wer weiß, was da passieren könnte. Und da denke ich lieber an das, was früher so schief gelaufen ist, warum das jetzt alles so ist oder ne, was in der Zukunft alles schief laufen könnte.
Genau. Und auch das ist so lustig. Ich habe das bei mir selber irgendwann festgestellt, wenn Dinge zum Beispiel auch schief laufen und dann geht, kennst du diese Selbstverurteilungsschleife? Oh, jetzt hast du das schon wieder nicht hingekriegt. Hast du schon wieder versagt zum Beispiel. Und im Prinzip, wenn irgendwas nicht funktioniert, fängt der Verstand an, getrieben von so einem uralten Glaubenssatz, sagen wir mal, der Glaubenssatz ist, ich haben ja viele Frauen, ich bin nicht gut genug, ne? Ich bin in irgendeiner Art schlecht, nicht vollkommen. Dann ist dieser kleine Glaubenssatz unterwegs in dieser Situation und will genau das bestätigen. Siehste? Siehste, du hast es wieder nicht hinbekommen. Siehste, du nicht. Siehste, für dich ist es nicht da. Und all diese Gedanken, die schnattern, sind nur dafür da, um einen einzigen Satz, der da irgendwo so eingebrannt ist, zu bestätigen. Und wenn man eben anfängt, sich zuzuwenden, dann durchleuchtet man das immer mehr und man merkt, wie albern das ist. Und dann kann man irgendwann wirklich nur noch drüber lachen eigentlich, über diese inneren Konflikte. Ja. Weil das wirklich lustig ist. Also so ein Weg, zu sich selbst zu finden, kann ich Meditation sehr empfehlen. Also dadurch habe ich mich wirklich ganz neu kennengelernt und kann auch viel besser auf mich hören. Ja. Was hast du noch für Tipps, um sich selbst besser kennenzulernen, auf sich zu hören? Also mir haben zwei Dinge unglaublich geholfen. Und ich habe ja auch eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und habe viel ausprobiert im meditativen Bereich, im Yoga-Körperbereich. Und ich hatte immer die Herausforderung, und ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass einfach da so ein Überangebot war. Mhm. Und ich hatte dann irgendwie 100 Millionen verschiedene Yoga-Sets, die ich praktizieren konnte. Und meine größte Herausforderung war, was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt 20 Minuten am Morgen Zeit habe, was mache ich mit diesen 20 Minuten? Und ich hatte immer diese leichte Überforderung, mache ich Meditation oder Yoga? Aber ich muss doch eigentlich beides machen, damit ich irgendwie in meinen Sinn komme. Und was ich rausgefunden habe, ist zwei Dinge. Das erste ist Atem. Also das wirklich alles, was irgendwie mit Atmen zu tun hat, ich meine, wir machen es ja den ganzen Tag, dass das wirklich das holt mich zu mir selbst, das ist die intimste Verbindung. Und das heißt, wenn ich meditiere, dann lasse ich mich einfach nur in meinen Atem reinfallen. Und ich stelle mir mal vor, dass das so ein Fahrstuhl ist, der von meinem Beckenboden oder quasi den tiefsten, wollen wir es alle mal zusammen machen? Wollen wir die Augen schließen? Okay. Also genau, schließ mal deine Augen, ich schließe meine mit. Und dann auch an alle Zuseher, Zuhörerinnen, könnt ihr alle mal beobachten, wenn ihr jetzt einatmet, wo der tiefste Punkt im Oberkörper ist, wo der Oberkörper sich ausdehnt, der allertiefste Punkt. Und einfach erstmal nur den Fokus darauf bringen. Einfach einatmen, ausatmen und einfach die Wahrnehmung erstmal auf diesen tiefsten Punkt im Oberkörper bringen, wo der Atem von innen mich berührt. Und von hier aus folgen wir mit der nächsten Einatmung diesem tiefsten Punkt die Wirbelsäule entlang, durch den Herzraum, Nacken bis oben zur Kopfkrone. Und mit der Ausatmung lassen wir uns mit dem Atem wieder runterfallen, die Wirbelsäule entlang, durch den Herzraum, bis unten zu diesem Nullpunkt, wo der Atem wieder aus uns rausströmt. Und folgen dem nächsten Atemzug wieder die Wirbelsäule entlang durch den Herzraum, Nacken, Wirbel bis hoch zur Kopfkrone. Und wie mit so einem Fahrstuhl können wir wieder so runterfahren. Und dann hilft manchmal die Vorstellung tatsächlich, dass der Atem diesen Fahrstuhl fährt von ganz allein, dass wir nichts tun müssen dafür, uns nicht anstrengen müssen,
dass es kein richtig gibt und kein falsch gibt, sondern wir einfach mit dem Einatmen mit nach oben fahren können und mit dem Ausatmen uns fallen lassen können. Und dann gibt es diese unterste Stelle, wo so eine Atempause entsteht. Und bei der nächsten Ausatmung achtet mal drauf, auf diese Atempause. Und in dieser Atempause versucht oft, das ist so die Chance, dass der Verstand wieder ins Rollen kommen kann. Und das Loch kann man schließen, dieses In-Kopf-Springloch, indem man diese Pause auslässt, wie Babys. Babys atmen, und deine Zuschauer sind ja hauptsächlich Mütter, das heißt, ihr könnt das bei euren Kindern mal beobachten. Die atmen ohne diese Atempause, die atmen wirklich wie so ein Kreislauf. Und den können wir auch bei uns wiederherstellen, indem wir bei der Ausatmung unten angekommen den Stuhl direkt wieder hochfahren. Und dann lasst uns alle noch gemeinsam 5 solche schönen Fahrstuhlrunden machen. Und lasst uns alle gemeinsam jetzt anfangen, aus dem tiefsten Punkt einzuatmen und hochzufahren. Und uns fallen zu lassen. Und gleich die Kurve zu nehmen. Und fallen lassen. Und dann nehmen wir noch 3 solche schönen. So, und mein Fahrstuhl kommt jetzt wieder unten an. Und dann, genau, wenn euer Fahrstuhl dort auch angekommen ist, könnt ihr eure Füße fest auf dem Boden spüren. Vielleicht einmal kräftig auftreten und langsam die Augen wieder öffnen. Ich sage ja immer, schon wenige Minuten bringen so, so viel, ja. Ja. Schön. Habe ich auch so vorher noch nie gemacht. Schön. Ja, also das ist um deine Frage zu beantworten, jetzt haben wir alle direkt die Erfahrung gemacht, das ist, was ich oft mache. Mhm. Also atmen. Ja. Ja. So einfach eigentlich, ne? Genau, so einfach. Einfach atmen. Und das Zweite ist, was mir extrem geholfen hat, war, in meinen Körper wieder reinzufinden. Und interessanterweise habe ich das nicht über Yoga geschafft, weil im Yoga die Formen alle so vorgegeben waren und ich in meinem alten Muster war, in die Form reingehören zu wollen. Ja. Und den Mund richtig zu machen und irgendwie richtig zu atmen, diese Yoga-Atmung zu machen. Mhm. Und habe festgestellt, dass eigentlich freies Bewegen, freier Ausdruck mir total gut getan hat. Ja. Schön. Ja, genau, auch freimachen von diesem ich muss. Das hatten wir jetzt letztens erst. Mein Haushalt muss so und so aussehen. Muss er überhaupt gar nicht. Ja, ja, ja. Genau. Ich sage auch immer, das Leben ist dafür da, um entdeckt zu werden. Mhm. So, dass es sich einfach stimmig anfühlt. Ne? Für mich und nicht, wie irgendwie 10 Ratgeber sagen, zu sein hat. Genau. Ja. Schön. Und wenn jetzt, spielen wir das mal so hypothetisch durch, jemand als Kunde zu dir kommt mit einer Blockade, die er hat. Als Coach ist man kein Psychotherapeut. Und man gibt auch keine Lösungen vor. Ja. Wie läuft das dann so grob bei dir ab? Wie unterstützt du deine Kunden, diese Blockaden zu lösen? Das ist das gleiche Prinzip. Und das ist das Schöne beim Coaching. Man lernt es quasi auf dieser größeren Ebene, also quasi
wenn du jetzt mein Klient wärst, dann würdest du es in diesem Raum mit mir lernen, was du später mit dir selbst in der Begegnung mit dir selbst machst. Und das ist, dass ich quasi dein Bewusstsein ersetze oder das quasi den Raum dafür halte und diese Neugier, die wir selbst oft nicht haben, für unsere Probleme übernehmen. Ich bin hauptsächlich neugierig. Ich versuche wirklich mich, oder ich komme ganz leer, ohne Konzepte, Ansätze und dass ich mehr weiß über dich und bin einfach neugierig, wie du in dieses Problem reingeschlittert bist. Und dann gibt es so, es gibt so ein paar Coaching-Fragen, die sind super. Also meine Lieblings-Coaching-Frage ist, wie kannst du das, was gerade so schlimm ist, noch schlimmer machen? Okay. Und dann erstmal so, aber ich bin doch das Opfer. Und dann so, merkst du aber, wenn du anfängst so zu denken, dass du gar kein Opfer bist in der Situation, sondern dass du tatsächlich es verschlimmern könntest. Und aus diesen Gegensätzen kannst du dann auch zu dem anderen Gegensatz finden. Also wenn du weißt, wie du es schlimmer machen kannst, kommt plötzlich checkt das Gehirn, ah, und andersrum würde das ja bedeuten, ich könnte es so besser machen. Ja. Also durch Gegensätze, Absurditäten, also es geht viel um Fragen stellen und den Geist einfach mal rauszubringen aus diesem, ne, man ist ja in seinem Problem meistens so gefühlt. Ja. Und die Idee ist quasi, wie ich das beschrieben hatte am Anfang, diese zwei Arten zu denken. Die eine ist das Denken in der Angst. Das ist meistens, ich brauche die Lösung, aber ich habe keine Lösung. Und anzufangen eben offen, aus der Offenheit sich zu begegnen. Und die Rolle übernehme ich. Mhm. Ich glaube, Neugierde ist so das große Wort, ne? Ja. Neugierde auf sich selbst, ja. Ja, genau. Viele sagen so, ich weiß doch, wer ich bin, ich kenne mich doch. Aber wenn man sich dann erstmal wirklich damit beschäftigt, weiß man, um Gottes Willen, ich kenne mich eigentlich überhaupt gar nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer ich selbst bin. Dabei sollte ich ja eigentlich der Mensch sein, den ich am besten kenne. Ja. Ist ja oftmals überhaupt nicht der Fall. Ja. Genau. Ja, und das ist oft so, wir glauben, wir wissen, wer wir sind. Dabei ist das, was wir glauben, wer wir sind, einfach nur die Konditionierung, die uns unsere Eltern draufgelegt haben. Mhm. Weil die uns immer erzählt haben, du bist so und so und so. Dann hat uns der Lehrer noch erzählt, du bist so und so und so. Und dann hat unser Gesellschaftssystem noch, zum Beispiel als Frau oder als Mutter, solltest du so und so und so sein. Und dann gucken wir einfach, was wir erfüllen. Und das sind wir dann. Aber das sind wir ja nicht wirklich. Nee. Schön, schön. Es ist das große Wort heute, Neugierde. Und wer jetzt noch neugierig auf Franziska ist, dem verlinke ich alles von Franziska unten in der Infobox. Also ihre Videos kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Das ist immer super inspirierend und auch so motivierend. Also unglaublich schön, wirklich. Also dann könnt ihr gerne auf ihrem YouTube-Kanal und auf ihren anderen Internetpräsenzen vorbeischauen und euch weiter inspirieren lassen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war unglaublich schön, auch für mich wieder was Neues zu lernen. Und ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass ich noch neugieriger auf mich selbst sein muss. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns zuzuschauen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Dankeschön.